eine extra Runde drehen wir noch. Die Sommertour geht in die letzte Woche. Und unsere Kollegin Katrin Jene hat sich in das malerische Weinviertel Niederösterreich aufgemacht und dort die landestypischen Kellergassen besucht. Wo man dann auch landestypisch das eine oder andere Glaserl trinkt. Aber die An- und Abreise, die ist sehr, sehr sicher. Das mit der An- und Abreise zu den Kellergassen von Aspern an der Zeier ist eine besonders durchdachte Geschichte. Man kann nämlich ganz bequem mit dem Zeiertaler Schienentaxi an- und wieder abreisen und sich dazwischen ein Glaserl gönnen. Ich bin zum Beispiel beim Supermarkt in Mistelbach eingestiegen und werde jetzt zu den Kellergassen gebracht. Dort gibt es 48 Kellerröhren und Presshäuser zu bewundern. Gezeigt werden sie mir von Kellergassenführer Franz Sara. Er hat seinen ersten Keller zum 50er geschenkt bekommen. Wie kam es dazu, dass Sie einen Keller geschenkt bekommen haben? Ja, das ist folgendes. Es liegt 30 Jahre zurück ungefähr. Wir sind immer spazieren gegangen, meine Frau und ich. Da gibt es einen schönen Feldweg. Und in der Kellergasse sind wir zurückgekommen. Und bei dem Bankerl sind die alten Kellermänner gesessen. Die haben uns immer eingeladen auf ein Achterl oder auf einen Gespritzten, was eben da war. Und da ist bei mir immer der Wunsch gewesen, ich möchte auch einen Keller haben in der Kellergasse. Und zu meinem 50er war es dann endlich soweit. Und meine Familie hat mir zu meinem 50er einen Keller gekauft. Das hinter uns ist jetzt Ihr erster Keller? Das ist mein erster Keller, genau. Und den hat meine Frau und ich, wir haben den gemeinsam saniert. Und einiges haben wir dabei auch falsch gemacht. Was zum Beispiel? Was kann man da falsch machen? Ja, es ist so, normal hat eine Kellertür keine Schnalle. Ja. Meiner hat leider eine Schnalle, weil ich habe es nicht gewusst. Und der Tischler hat es anscheinend auch nicht gewusst, dass ein Keller keine Schnalle hat. Danach haben Sie ja ein Seminar belegt über die Architektur von Kellern, nicht? Ja, genau. In Brüsdorf, AK+. Und das war eigentlich... Dann bin ich ausgebildeter Kellergassenführer gewesen. Und im Jahr 2011 habe ich dann einen zweiten Keller gekauft. Ja, und den habe ich so lassen, wie er eigentlich war. Da ist ja richtig frisch. Wie viel Grad hat es da? Ja, so zwischen 8 und 10 Grad, immer gleichbleibend. Und da hat man den Wein gelagert früher? Da hat man den Wein gelagert. Da waren Fässer von vorne bis rückwärts. Ja, Flaschen hat es ja früher nicht gegeben, erst in späteren Zeit. Und da wurde Kartoffeln, Rüben, alles wurde da gelagert. Und die Presshäuser drüber, wofür waren die da? Da wurde der Wein gepresst. Und warum stehen die jetzt eigentlich alle leer? Ja, das ist so. Im Keller wird nichts mehr produziert. Das ist der letzte Keller, wo wirklich bis ins Jahr 2008 noch Wein produziert wurde und gelagert wurde. Und wir haben nur mehr einen Winzer und der macht das am Hof und hauptsächlich mit Stahltanks. Früher hat eigentlich jeder Bauer hat einen Wein produziert, hat einen kleinen Weingarten gehabt, hat natürlich dadurch einen Keller gehabt. Und das ist alles in den 70er, 80er Jahren ist das alles weggekommen. Der Keller schaut jetzt richtig alt aus. Ja, der Keller ist sicher 150 bis 200 Jahre alt, ist aber ein typischer Keller. Unten, wenn man es sieht, ist alte Ziegeln, alte Steine. Ja. Früher war das ganz normal, heute sagt man, das ist Recycling. Aber früher war das ganz normal, dass man diese Dinge wiederverwendet hat. Oberhalb ist nur Lehm und dieser Keller hat auch noch einen Lehmputz. Und bis 1900 waren sogar Strohdächer drauf. Und da sieht man auch das Geitloch oder Überwurfloch, Schussloch oder Score, gibt es verschiedene Ausdrücke in der Gegend. Ja. Da ist die Maische runtergekommen, ist dann in den Bottich rein und von dort ist dann gepresst worden. Aber der ist jetzt nicht mehr in Verwendung? Der ist nicht in Verwendung, der fällt leider schon zusammen. Würden Sie den revitalisieren wollen oder warum? Ja, der ist leider nicht verkäuflich. Das haben schon verschiedene probiert, aber ist leider nicht verkäuflich. Also da muss man zuschauen, wie so eine Kellergasse verfällt eigentlich. Ja, das ist so, ja. Man kann nichts dagegen machen und einer allein kann nicht alles machen. Der Keller selbst ist nicht das Besondere, sondern das Leben, ja, dass man Menschen einlädt, so wie ich eingeladen worden bin. Ja. Komm auf ein Achterl, ja, so versuche ich das weiterzugeben. Und
die anderen Leute, die da kommen, auf eine Achterl einzuladen, wenn das Radlfahrer bleiben stehen, ja, und man kommt ins Gespräch. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Diese Kellergassen haben schon ein ganz besonderes Flair. Ich könnte mir gut vorstellen, hier zu wohnen als Städterin, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum diese Kellergassen langsam verfallen. Dem könnte man entgegenwirken, indem man zum Beispiel eine Kellergassenführung beim Franz Sara bucht, sehr empfehlenswert, oder sich selbst zum Kellergassenführer ausbilden lässt. Schaut eigentlich. Das wäre was für mich, noch Kellergassenführer? Ja.